is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Jesus als den Mittelpunkt erheben. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Die Gefahren der letzten Tage kommen auf uns zu. Und es ist unsere Aufgabe, die Leute vor der Gefahr zu warnen, in der sie schweben. Die ernsten Szenen, die durch die Prophetie offenkundig geworden sind, sollten nicht übergangen werden. Wenn unser Volk halbwegs wach wäre, wenn es sich klar machte, wie nahe die in der Offenbarung geschilderten Ereignisse bevorstehen, dann würde das zu einer Reformation in unseren Gemeinden führen und viel mehr Menschen würden die Botschaft gläubig annehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Stellt neue Grundsätze vor und drängt die klare Wahrheit voran. Das wird wie ein zweischneidiges Schwert sein. Aber seid nicht allzu schnell bereit, eine polemische Haltung einzunehmen. Es gibt Zeiten, wo wir stillehalten und das Heil Gottes sehen müssen. Lass Daniel sprechen. Lass die Offenbarung sprechen und sagen, was Wahrheit ist. Aber ganz gleich, welcher Teil des Themas auch angesprochen wird, erhebt Jesus als das Zentrum aller Hoffnung, die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Wir graben in unserer Suche nach Wahrheit nicht tief genug. Jede Seele, die die jetzt aktuelle Wahrheit glaubt, wird an den Punkt gebracht werden, wo sie herausgefordert wird, die Hoffnung zu begründen, die in ihr ist. Das Volk Gottes wird aufgerufen sein, vor Königen, Fürsten, Herrschern und großen Männern der Erde zu stehen. Und sie müssen erkennen, dass sie wissen, was Wahrheit ist. Sie müssen bekehrte Männer und Frauen sein. Gott kann euch durch seinen Heiligen Geist in einem Augenblick mehr beibringen, als ihr von den Großen dieser Erde lernen könntet. Das Universum beobachtet den Kampf, der sich auf der Erde abspielt. Gott hat zu einem unendlich hohen Preis für jeden Menschen eine Gelegenheit geschaffen, das kennenzulernen, was ihn unterweisen kann zur Seligkeit. Wie gespannt beobachten die Engel, wer diese Gelegenheit ergreift. Wenn dem Volk Gottes eine Botschaft ausgerichtet wird, dann sollte es sich nicht dagegen sträuben. Es sollte zur Bibel gehen und diese Botschaft mit dem Gesetz und dem Zeugnis vergleichen. Wenn sie die Prüfung nicht besteht, dann ist sie nicht wahr. Gott möchte, dass sich unser Denkvermögen weitet. Er möchte uns so gerne seine Gnade schenken. Wir können jeden Tag ein wahres Fest mit guten Dingen feiern, denn Gott kann uns die ganze Schatzkammer des Himmels öffnen. The Lord is coming. Are you ready?